So, nach einer kurzen Weihnachts-Neujahrspause geht's weiter mit Skyrim. Und wir hatten, ja gut, das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Irgendwohin mussten wir. Achso, wir hatten irgendwas mit den Sturmmänteln angefangen. Und wir mussten uns als fähig genug beweisen oder ähnliches. Und dafür müssen wir irgendwo Eisgeister töten oder irgend sowas war das, glaube ich. Ach, genau. Renn weg. Fucking Wolf. Oh, das war ein Crit oder was? Was macht denn der da? Hallo? Hallo? Was ist denn mit den Wölfen los hier? Irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Hallo? Wo sind die denn hin? Die rennen weg. Die Angst? Hallo? Ah, hier. Und der andere? Da ist noch irgendwo einer. Tja, aber wo? Ja, dann soll er halt fernbleiben, meine Güte. Warum haben die Granatsteine dabei? Das verstehe ich immer nicht. Was liegt denn hier rum? Da kommt man gar nicht ran. Na doch. Lesen. Scheinbar haben wir das schon mal gelesen. Eisenhelm der Illusion, den nehmen wir mit. Und dann haben wir da noch einen Wolf. So, wo ist jetzt mein Pferd hin? Hallo? Pferd? Ist weg. Dort ist es. Ah, aber hier drüben war noch irgendwo ein Wolf, der sich irgendwo im Wasser versteckt oder was? Ach, da ist er ja. Weil ich gerade dran denke, nochmal so einen Seelen. Nochmal einen Seelenstein ziehen. Beziehungsweise Seelen ziehen, fangen, Dingsen. Wenn gerade mal nur so ein paar Wölfe rumrennen. Können wir das ganz fix mal machen? Und dann hoffe ich mal, dass es nicht mehr so weit ist. Es klang irgendwie nach Bär. Wow. Oh ja, Schneebär. Hi. No, geh weg. Ach, jagt der hier, der jagt hier Robben oder so, hier diese Hawker. Hey! Doofer Bär, hallo? Ist der doof? Was macht denn der von Scheiß? Alter! Der sprintet direkt immer übelst los. Wo ist er denn jetzt hin? Hä? Also irgendwie mit dem Wasser backen die Viecher ganz schön rum, habe ich so das Gefühl. Es geht ab, Berli. Da unten ist er. Mal gucken, ob wir den nochmal so gut treffen. Nee. Wo ist er denn jetzt hin? Sind sie so wo abgehauen oder was? Wo ist denn der Schneebär hin? Dort ist er. So, wieder den Seelenbogen nehmen. Er müsste zumindest eine größere Seele haben, der Gute. Seele gefangen. Schneebär, Bärenklaue, gut. Gut, gut. Wir brauchen aber eigentlich die Bärenklauen, sind mir eigentlich ziemlich egal. Ich will die Säbelzahntigerklauen, die wären mir viel lieber. Weil wir dann diese Köpfe noch aufhängen könnten. Aber im Moment fehlen uns dafür halt die Klauen. Pelz haben wir ja genug. Aber naja, wir werden schon noch was finden. So. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir da hinkommen. Hier übers Wasser.
bis zu den Steinen darüber müssen wir. Schätze ich mal. Zumindest zeigt da der Pfeil. Also schwimmen wir mal dort bis ans Ufer und gucken mal. Ich lege erstmal dort die stärkere Waffe an, weil wenn da wieder diese doofen Eisgeister, also die wir ja erlegen sollen, wenn die da direkt schon am Rand sind und uns überfallen. Aber hier sieht es noch ziemlich friedlich aus. Hier ist auch noch ein bisschen Erz, das können wir gleich noch abbauen. Und dann schauen wir mal, wo sich die Geister verstecken. Und wie viele das sind. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele. Ich habe keine Lust auf die Scheißviecher. Die nerven immer tierisch. So. Zack. Den Bogen ausgepackt. Und dann schauen wir mal hier rum. Hier ist noch nichts zu sehen. Das Doofe ist halt, dass man die auch immer so beschissen sieht, vor allen Dingen, wenn es halt auf dem Schnee vor allen Dingen und wenn es dann noch schneit dazu, noch schlechter. Hier ist ein Hase. Den haben wir nicht gesucht. Ich glaube, ich speichere mal lieber, ehe mich jetzt 10 so eine Viecher überfallen. Jawohl. So. Ganz leise, damit es uns auch nicht entdeckt. Wo ist das Kackvieh denn? Dort. Scheint wirklich nur eins zu sein. Ach komm, echt. Dass die Drecksviecher so rumwackeln müssen. Oh, ein Volltreffer. Sehr gut. Doch noch erwischt. Du ist Viech. Der Schlange. Pfeil. Pfeil. Eishaufen. Schlangenstein entdeckt. Juhu! So. Entschuldigt bitte, ich musste gerade mal husten. Also, zurück nach Windhelm. Und hey, dann ihr habt doch Alain Refort ein Reitbetar um die Ecke gebracht. Ja, das hat sich wirklich herumgesprochen. Wie ich hörte, war der Mann ein echter Banditendrecksack. Ja, ja, von mir aus habe ich das gemacht. Wenn es ein Drecksack war, habe ich ihn umgebracht. Warum verschwenden wir doch gleich Zeit und schwindende Reserven, um einer Legende hinterherzujagen? Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt existiert. Was ist das für einer? Sturmmäntel sind im ganzen Land sicher. Your life. Wir schützen euch nicht alle. Die Jarl sollen verdammt sein. Ihr lebt. Kalmar. Dann schuldig Ulfric einen Met. Ich muss gestehen, ich hatte nicht erwartet, euch noch einmal zu sehen. Ach, das ist aber nett von euch. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr habt eindeutig das Zeug zum Sturmmantel. Ihr sollten die Sache sehe ich auch Amt so, ja. Machen. Seid ihr bereit, euren Eid abzulegen? Aber selbstverständlich. Mein Eid? Bevor ihr hallo, was für Eid? Zu uns gehört, müsst ihr Jarl Ulfric Sturmmantel, dem zukünftigen Großkönig von Himmelsrand, einen Treueeid schwören. Okay. Außerdem müsst ihr auch euren Gefährten bei den Sturmmänteln, dem Land und dem Volk von Himmelsrand, eure unerschütterliche Treue schwören. Na, aber selbstverständlich bin ich bereit, den Schwur das zu leisten. Das ist die richtige Einstellung. Wenn ihr diesen Eid ablegt, werdet ihr einer von uns, ein Held des Volkes, ein wahrer Sohn Himmelsrands, ein Sturmmantel. Sprecht mir nach. Alles klar. Ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in den Dienst von Ulfric Sturmmantel zu stellen. Ja, ich schwöre, mein Blut und meine Ehre in den Dienst von Ulfric Sturmmantel zu stellen. Von Windhelm und wahrer Großkönig von Himmelsrand. Ja, Windhelm war das, ja? Talos sei mein Zeuge. Möge mich dieser Eid binden, bis in den Tod und darüber hinaus. Tod darüber hinaus? An meinen Herrn, wie an meine Waffenbrüder und Schwestern.
Und meine Herren, wie an meine Waffenbrüder und Schwestern. Ruhm und Ehre Ach, den Alter. Sturmwänden, den wahren Söhnen und Töchtern von Himmelsrand. Blablabla, Himmelsrand. Ihr seid jetzt einer von uns. Na, endlich. Also dürft ihr mit mir auf eine kleine Reise gehen. Ach ja, hier. Da ihr nun zu den Sturmmänteln gehört, solltet ihr euch auch dementsprechend kleiden. Sturm, Mantel, Stiefel, Brustpanzer, Fellpanzer, Handschuhe, Pelzhelm. Ja, wie lautet der Mission? Krieg, bla bla bla, wie lautet die Mission? Ich habe die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Ist das nicht unglaublich? Unser Ziel ist Corvan Yund. Sollte der alte König Borgas tatsächlich dort begraben sein, müssen wir mit Problemen rechnen. Eure Sturmmantelbrüder sammeln sich bereits vor dem Grab. Wir treffen uns dort, sobald ich hier alles erledigt habe. Interessant, ein Grab. So, was haben wir denn? Halt, falsch. Das wollte ich. Bekleidung. Fellstiefel, Crap. Fellpanzerhandschuhe, auch Crap. Pelzhelm, Crap, Sturmmantel, Brustpanzer. Was haben die mir denn für einen Scheiß gegeben? Bekleidung. Das ist mir eigentlich alles total... Ach nee, fallen lassen. Wollte ich das fallen lassen? Fallen lassen, fallen lassen. Und... Schattenkapuze. Ah ja, gut. Hier, könnt ihr behalten den Mist. Ich hab was Besseres. So. Wo müssen wir hin? Darüber. Nach Corvan Yund. Alles klar. Ah, zur Schurspitze können wir doch mal gehen. Da hatten wir doch noch ein Drachilein offen, oder? Wenn ich mich recht entsinne, den hatten wir doch relativ am Anfang gefunden. Der schnarchte da auf seinem Stein. Genau so ist es. Ausgezeichnet. Dann packen wir doch mal den Bogen aus. Den Ebenerzpfeil, Elfenpfeil, orkischer Pfeil. Haben gar nicht mehr so einen Vulkan. Zwergenpfeile könnte man nehmen. 14 Schaden. Das nimmt Zwergenpfeil, nehmen wir mal jetzt für unseren Drachi. So, sneaky, sneaky. Dann in your face. Wow. Haben wir dich aufgeweckt? Oh, Kollege. Du landest aber ziemlich nah her. War das so gewollt, mein Freund? Okay, was habe ich denn eigentlich für einen Schrei? Hier! Wapp, in your face! Du Käsekopf! So, Drachenknochen, Drachenschuppen, der war ja einfach. Vielleicht mal speichern, so ein einfacher Drache her. Drachen, 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 gib mir eine Seele. Um, nom, 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 nom. Yay, wuch. Oh, shit. Was ist das für einer? Oh, fuck. Was geht mit dem ab? Vor allem, was macht Schattenmähne da? Oh fuck. Der kriegt ja gar keinen Schaden. Ach, na gut, ich treffe ihn auch nicht. Hallo! Der kriegt trotzdem keinen Schaden. Kritischer Schlag. Was macht denn der da? Schattenmähne hat ihn voll in die Ecke gedrängt. Er hat keine Chance. Schattenmähne, du schaffst das! Du bist mein Held! Huch. Wie kommt er denn dann auf? Was sind das schon wieder von Bullshit? Hallo? Was macht denn der da oben? Aua! Alter, was passiert denn mit dem?
Kann er mal aufhören, hier irgendwelchen Kack rumzuschleudern? Jetzt geht er doch nur wieder da. Alter. Hallo? Bleib halt mal stehen. Was ist denn hier los? Großes, Mann. Der eskaliert ja komplett, der Typ. Weg mit dir. Danke, Schattenmähne. Danke für deine Hilfe. Was ist mit dem Typ los? Diese Schuppen hier an. Ist ja witzig. Gold, Knochen, ja, großes. Schlossknacken, Schießkunst und Alchemie sind um 20% gesteigert. Wow. Nice. Stab der Feuerbälle. Cool. Der geht ja total ab, der Typ. Bekleidung? Bögen 35% mehr Schaden, okay. Schlossknacken, Schießkunst und Alchemie um 20. Ist aber auch nicht schlecht, eigentlich 52. Es hat halt mehr Rüstung. 52 mehr, alter Schwede. Warum denn so viel? Was? Ach so, man kann ein Kopfteil und eine Maske aufsetzen. Oder wie, oder was? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte jetzt mal gucken, wie das aussieht von vorne. Nein, ach komm schon, ich bin auch so doof. Cool, ich habe jetzt die Kapuze und eine Maske auf. Ist ja fetzig. Ja, ist ja Wahnsinn. Aschehaufen leer. Großes leer, okay. Das ist ja aber ja cool. Das ist ja mal total fetzig. Was haben wir hier? Vulkanglashelm, okay. Ring der überragenden Schlossknackens. Rotz, Rotz. Stab der Abwehr. Braucht keiner. Hö, das sind gleich drei Wörter. Oder was? Stimme Druckwelle. Finte Druckwelle. Hä? Also doch nur zwei. Also was heißt nur? Also, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Magie. Ui, Schreie. Druckwelle. Ah, Stimme, Finte, weit entfernt. Dein Gegner hören dein Tum, kennen jedoch nicht seinen Ursprung, den sie daraufhin zu suchen beginnen. Aha. Was bringt mir das? Nicht wirklich was, oder? So ein Quatsch. Gut, egal. Pferd, komm her. Voll nice, ey, die Maske, die fetzt mir. Dass man die aber neben dem, neben der Kapuze, ich habe gedacht, das ist so ein Kopfteil halt. Also so ganz normaler Helm. Dann kann man das noch extra tragen. Ist ja echt nice. Vor allem ist die voll gut. 20 Schlossknacken, also 3x 20. Not bad. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Irgendwie runter vom Berg oder so. Hallo? Ach du Scheiße. Wo geht's denn hier runter? Da vorne kann man, wie es aussieht, ein Stück runter. Kommt man zwar wahrscheinlich nicht hoch, aber wenigstens runter, ohne zu fallen. Ja, 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 ja. Sehr gut. So. Dann müssen wir noch ein Stück danüber. Oh, eine Ziege. Ach nee, fuck auf scheiß Ziegenhorn. Rotz da. Da pfeife ich mal drauf jetzt. Am Ende hätte die Ziege eh keinen getroppt. So. Da sind wir doch schon da. Wo ist der Freund? Wo steht der denn? Ach, hier. Hier im Wald versteckt. Seid gegrüßt, Galma. Wie sieht es aus? Wusste ich es doch, dass ihr beitreten würdet. Tolle Neuigkeiten. Wir werden den Himmelsrand zusammen zurückerobern, nicht wahr? Na klar. Ich bin froh, dass ich euch da drinnen an meiner Seite haben werde. Dieser Ort lässt mir das Blut gefrieren, das gebe ich gerne zu. Diese alten Ruinen.
Vater hat mir immer gesagt, ich solle mich von ihnen fernhalten. Ein guter Mann. Warum machst du es dann nicht? Aber vergessen wir das. Wir haben einen Auftrag zu erledigen und nichts wird sich uns in den Weg stellen. Ich schätze mal, der wird als erstes sterben. Außerdem haben Kaiserliche ihr Lager vor dem Eingang aufgeschlagen. Was hat die Armee hier zu suchen? Verdammte kaiserliche Spione. Immerhin dürfte das lustig werden. Sie scheinen uns noch nicht bemerkt zu haben. Seid ihr bereit, das Blut der Kaiserlichen im Namen von Himmelsrand zu vergießen? Na, aber freilich. Brechen wir auf. Das höre ich gerne. Ab geht's! Hört zu, diese Kaiserlichen sind nicht zufällig hier. Unsere Spione müssen erfahren. Diese Kaiserlichen sind nicht zufällig hier. Wo sind denn hier Kaiserliche? Ich sehe hier niemanden. Oh, da. Taucht er plötzlich mitten aus dem Nichts auf. Und ist plötzlich mitten aus dem Nichts tot. Voll erwischt, mein Freund. Den auch. So, wo ist jetzt noch einer? Da oben irgendwo, oder? Hallo? Ein Apfelkuchen. Nom, nom, nom. Brauche ich nicht. Zwergpfeil, Stahlpfeil. Also verschwindet. Sterb, elender Hund. Flipp. Wir sind verloren. Rückzug. Flipp. So, oh. Schießkunst verbessert. Na komm, bleib stehen. Voll erwischt. So, hier ist einer. Fackel, Zwergpfeil, Stahlpfeil nehme ich mit. Den Rest brauche ich nicht. Da hat ich ein bisschen Gold, sonst nix. So, der Gold, Zwergenpfeil, keine anderen Pfeile. Und der hier oben, wo ist denn der gelandet? Pfeil, Pfeil, hallo? Wo ist denn dem seine Leiche? Ist das die, die dort... Ach nee, hier. Bandit. Ach, Banditenleiche ist das, okay. Ah, hier liegt er. Nee, auch ein Bandit. Okay. Verstehe ich nicht. Hier unten liegt auf jeden Fall noch einer. Soldat, Zwergpfeil, Stahlpfeil und sonst nix. Tormeister. Okay. So. Der hat sogar seine Waffe noch einstecken. Er wollte gerade ziehen. So, dann hier rein, oder was? Vorsichtig! Den Tempel von irgendwas, Ding sie. Sneaky, sneaky. Eine Truhe mit bisschen Gold. Wählt einen Mann und legt ihn um. Wir greifen auf mein Zeichen hin an. Zeigen wir denen mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wo ist denn hier jemand? Himmelsrand! Warum rennen die jetzt los? Erst schleichen sie, dann sprinten sie plötzlich fort. Alle auf einen. Der Arme kann auch nichts dafür. Mehlsack hat er dabei. Was will ich denn mit dem Mehlsack? Crap. Bier. Amulett von Ständer. Ja cool, das habe ich schon 5 Millionen Mal. Verkaufen wir. Gold, eiserliches Schwert. Was ist der hier? Stahldolch. Und der hier unten noch? Auch Stahldolch. So. Geht's hier weiter, oder was? Was ist denn hier? Ich will erst mal gucken, was hier so gibt. Von der anderen Seite verriegelt. Okay, da geht's nicht weiter. Dann doch hier lang. Die Söhne von Himmelsrand. Tsching! Tsching! Oh, genau zwischendurch. Wupp, erwischt. Hier um die Ecke rum, oder was? Da geht's nicht weiter. Dann gucken wir doch glatt mal hier. Ist eingestürzt. Hier liegt etwas Gold rum. Und da nix weiter. Hier ist noch einer. Der hat auch nichts dabei.
Gibt's hier noch was Interessantes? Hallo? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Aber wir rennen trotzdem mal die Runde. Das gefällt mir nicht. Vielleicht. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Ich wette 10 zu 1, dass sie direkt auf der anderen Seite auf uns warten. Aber es führt kein anderer Weg hindurch. Seid ihr euch da sicher? Dann könnt ihr gerne...